Hallo Nordhausen. Vorgestern war die zweite Stadtratssitzung in dieser Legislatur, aber in diesem Video geht es um so etwas Ähnliches. Nämlich wir haben einen Kinder- und Jugendstadtrat hier in der Stadt Nordhausen seit 2018. Ein wichtiges Thema für uns in der Stadt Nordhausen, denn wir kriegen Rückmeldungen aus dem Kinder- und Jugendstadtrat. Und ich hoffe, dass mit dem Abschluss des Projekts Kinderfreundliche Kommune hier in der Stadt Nordhausen, was kurz bevorsteht, eben auch zum Beispiel der Vorschlag kommt, mehr Macht, direkte Macht in die Satzung des Kinder- und Jugendstadtrats zu geben. Ich würde mich sehr freuen, denn wir sehen dort viele engagierte Menschen hier aus der Stadt Nordhausen und ich würde mich freuen, wenn es noch viel, viel mehr würden. Wir sind der Q-Star, der Kinder- und Jugendstadtrat aus Nordhausen. Und wir sehen die Stadt oft ganz anders als die Erwachsenen. Wir haben schon ganz viele Projekte gemacht und mit euch wollen wir in der Zukunft noch mehr schaffen. Der Q-Star ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung und man lernt für sein Leben lang. Was ich ganz toll finde bei Q-Star, dass wir immer Duplo auf dem Platz haben. Was mir daran gefällt, ist, dass wir einen Büchergutschein am Ende des Jahres bekommen. Mir gefällt besonders gut, dass wir gemeinsam die Stadt jugendfreundlicher machen können und ebenso für Kinder. Außerdem finde ich es gut, dass wir hier die Politik volle Kanne ausleben können. Was ich gar nicht schlecht finde, ist, dass es gar nicht so schlecht auf den Lebenslauf kommt. Wir haben viele Projekte umgesetzt und auch uns bei manchen beteiligt, unter anderem bei den Graffiti-Wänden, die legal sind, bei den Blumenkästen, bei den Lehrtafeln, bei der Sträubswiese und bei Wahlprojekten. So, und wie laufen jetzt eigentlich unsere Treffen ab? Wir treffen uns meistens am ersten Montag im Monat für knapp 2 Stunden, je nachdem, wie unsere Stundenpläne es erlauben. Meistens ist es also von 15 bis 17 Uhr. Dabei treffen wir uns auch zu zusätzlichen Treffen, wie zum Beispiel beim Jugend- und Kinderparlament. Zusätzlich haben wir noch eine wunderbare Begleitung, die unsere Sitzungen mit uns begleitet. Sie heißt Steffi Pfeiffer. Also grundsätzlich hat der Q-Star mir auch geholfen, ein paar Freundschaften zwischen mir und anderen, wie zum Beispiel Anna und Lea, zu stärken. Und ja, ist eigentlich ganz schön. Zum Beispiel hatten wir auch letztes Jahr die Podiumsdiskussion, bei der man auch tolle neue Erfahrungen gesammelt hat und ein paar Kontakte knüpfen konnte, die dir zum Beispiel später in der 11 und 12 bei der Seminarfacharbeit helfen können, was ein paar positive Sachen sind, die einem helfen. Ich bin damals, 2018 denke ich war das, mit Laura zu einem Projekt in den Ferien gegangen und wir sind damals mit dem Schulsozialarbeiter Rüdiger Neitze durch Nordhausen gelaufen und haben uns angeguckt, was man kinderfreundlicher gestalten kann. Rüdiger hat uns damals dann empfohlen, zu dem Kinder- und Jugendstadtrat zu gehen, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt war. Das war eigentlich eine gute Erfahrung, weil Laura und ich sind zu dem Zeitpunkt auch schon auf unterschiedliche Schulen gegangen. Wir wollten aber trotzdem ein Hobby haben, wo wir uns quasi immer mal treffen können und durch den Kinder- und Jugendstadtrat haben wir halt jetzt einmal im Monat einen Tag, wo wir uns immer sehen können. Persönliche Erfolge durch den Kinder- und Jugendstadtrat habe ich, indem ich Pluspunkte gesammelt habe für meinen jetzigen Nebenjob, den ich habe. Und auch unser ehemaliges Mitglied Elias ist dadurch zur Polizei gekommen durch den Kinder- und Jugendstadtrat. So, und wie kann man jetzt eigentlich bei uns mitmachen? Bei uns ist eigentlich völlig egal, wer du bist, woher du kommst. Hauptsache, du bist zwischen 7 und 17 Jahren. Momentan arbeiten wir jedoch daran, dies zu erhöhen auf 27 Jahren. Du bist jederzeit bei uns willkommen und wir freuen uns riesig auf neue Mitglieder. Hallo, mein Name ist Steffi Pfeiffer. Ich begleite den Kinder- und Jugendstadtrat schon seit einigen Jahren. Was mich besonders begeistert, ist dieses hohe Engagement dieser jungen Menschen, sich persönlich für ihre Interessen der Stadt einzusetzen. Ich begleite viele davon schon einige Jahre lang und es ist mir immer eine große Freude. Wenn wir Interesse geweckt haben bei euch, wir freuen uns immer auf neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen im Kinder- und Jugendstadtrat Nordhausen. Dann mach mit und sei dabei. Wir freuen uns auf dich im Kinder- und Jugendstadtrat Nordhausen.